Bei uns ist unser neuer Co-Trainer Daniel Wittmer. Hi Daniel erstmal. Wir sind heute hier am ersten Tag im Trainingslager in Wesendorf. Du bist jetzt schon ein paar Tage bei uns beim Club. Wie sind denn so deine ersten Eindrücke gewesen? Ja, also ganz klar für mich natürlich eine große Umstellung. Jetzt jahrelang im Nachwuchsbereich in der Schweiz gearbeitet, jetzt zum ersten Mal so bei einer Herrenmannschaft und völlig positiv, also auch wie ich aufgenommen wurde. Gewisse Trainer kannte ich ja schon, das hat das Ganze noch ein bisschen erleichtert und ja, ich freue mich jetzt enorm, auch mit dieser Woche, die wir jetzt hier haben, das Team einfach noch besser kennenzulernen. Wie sind denn so die Schwerpunkte genau in den kommenden Tagen? Eine Trainingslagerwoche ist ja an sich schon immer intensiv, aber es geht ja auf der einen Seite immer darum, natürlich die körperlichen Voraussetzungen zu schaffen, aber natürlich spielt das Team auch eine Rolle. Genau, also ich denke, Trainingslager ist für mehrere Sachen gleichzeitig gut. Einerseits natürlich die körperlichen Voraussetzungen, die Grundbasis zu schaffen im athletischen Bereich. Natürlich auch die Teambildung. So eine Woche bietet sich eigentlich auch sehr gut an für Staff und Spieler, sich besser kennenzulernen. Und was ganz klar auch noch im Fokus liegen wird, ist unsere Spielprinzipien. Gerade auch für die Spieler, die jetzt neu dazugekommen sind, dass wir da die gleiche Idee haben, wie wir mit und gegen den Ball arbeiten wollen. Ja, du bist ja neben André Kielern und Silvio Bankert jetzt der Co-Trainer. Wie ist so eure Aufteilung da? Gibt es da so richtige Schwerpunkte? Wie sind so deine Schwerpunkte auch in der Vergangenheit gewesen und jetzt bei uns? Genau, also ich würde mich jetzt mal bezeichnen, dass ich vielseitig einsetzbar bin. Ich bin natürlich mannschaftstaktisch auch eingebunden, bin vor allem aber auch noch hier für die Spieler im individuellen Bereich, habe die Offensivspieler, also im Positionstraining vor allem auch und unterstütze jetzt auch noch Yannick, wenn mal Not am Mann ist und ja, genau. Wie ist das so rund um den FCM, ein großer Traditionsverein? Welchen Bezug hattest du vorher zum Club? Wenn ich ehrlich bin, gar keinen. Also ich habe es natürlich, durch dass ich die Trainerkollegen schon ein bisschen gekannt habe und hier auch schon hospitiert habe, so kam eigentlich der erste Bezug zum FC Magdeburg. Du hast schon gesagt, du kommst aus der Schweiz. Nimm uns kurz mit, was hast du vorher genau gemacht? Wo lagen da genau deine Schwerpunkte? Ja, das ist ziemlich schwierig, so in einem Satz zu erklären, was ich alles gemacht habe. Ich war wirklich in verschiedenen Bereichen tätig, also angefangen als junger Trainer. Ich habe von der F-Jugend bis hin zur A-Jugend diverse Teams als Trainer, als Co-Trainer betreut. Ich war eben, wie gesagt, schon im individuellen Bereich tätig. Ich war beim Aufbau einer Fußballschule in Basel mit dabei. Schlussendlich dann noch haben wir noch einen eigenen Verein aufgebaut und dann noch die Entwicklung einer eigenen App für Trainingsplanung. Okay, wirklich vielseitig, wie du schon gesagt hast. Letzte Frage dann nochmal. Jetzt war das erste Testspiel, das stand schon an für uns in Ilsenburg. Wie war das so für dich? Wie hast du so die Fans drumherum auch wahrgenommen? Für die war es ja ein besonderes Spiel dann auch? Ja, also das ist jeder, der mit Fußball zu tun hat, weiß, dass das war ganz ein spezielles Spiel auch. Klar, war ein unterklassiger Verein, aber die Leute, wie sie sich gefreut haben, auch diese Spieler, wie sie sich verhalten haben und einfach ein schönes Event. Klar, jetzt rein von der Spielleistung her natürlich auch noch schwierig, da wir noch ganz am Anfang stehen, viele neue Spieler, das darf man jetzt auch nicht überbewerten, für das sind wir jetzt auch die Woche wieder hier, aber trotzdem nehmen wir jedes Spiel mit und versuchen da bestmöglich das Ganze wieder zu analysieren und zu verbessern. Alles klar, Dani. Danke dir erstmal vielmals für die ersten Eindrücke. Schön, dass du bei uns bist und natürlich ein gutes Trainingslager und gute Zeit bei uns. Vielen herzlichen Dank und euch eine gute Zeit auch.